Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Kettle und Kops. Quatsch. LS19, Kettle und Thüringen, also unter Punkt 1, Herr Kettle kommt nicht gut. Ja, ich habe die Mifen 5.1 geholt. Ich habe da schon mal angefangen und leider gemerkt, mein Mikrofon war zu weit weg. Und wenn ich nicht zu hören bin, ist es schlecht. Gerade am Anfang, wenn da neue Zuschauer kommen und dann, oh ja, nicht zu hören, schlecht, gleich wegschalten. Nicht gut. Für mich jedenfalls. Und Stammzuschauer vielleicht eher nicht abschalten, aber wie gesagt, ich möchte ja gern wachsen und da ist die Chance, wenn man einen gezeigt wird, relativ gering. Und wenn das mal passiert, dann ist es ganz gut, wenn es dann nicht gleich anfangs schlecht ist. Ne? Ich habe die Mefepuff 1 geholt, das sind ja um die 15.725. Das letzte Mef von da, weil da sind nur meine Bullen da. Bullen, Schlachttiere und ja, die bleiben auch da, bis die entsprechenden Schlachtreif sind. Einige sind schon Schlachtreif, aber wegen ein paar brauche ich da jetzt keinen Schlachter kaufen. Muss ich mal schauen, ob ich da jetzt noch ein paar hinbekomme. Ein paar Bullen, ein paar Masttiere von Hof 3. Und da muss ich auch noch ein paar haben, die da weg können. Wenn ich mal die Kühe aussortieren werde, das wird ja immer irgendwann passieren. Ich bin jetzt 4 Jahre alt jetzt. 2 Jahre vielleicht noch. Das dauert noch ein bisschen, wie gesagt, also nur dann her. Ja, dann habe ich ein paar mehr Rinder zum für den Schlachter zu bringen. Ob die, bevor wir die Milchkühe dann wegsterben. Normalerweise ist irgendwann vorbei, die Kühe, ne? Dass sie nicht mehr trächtig werden und dann ist die Entscheidung nachher recht schnell. Wenn die Besamungsaktion mehrfach erfolglos war, dann gehe ich hier im Allgemeinen zum Schlachter und nicht zum Sterben platzen. Also ist leider so. Weil die Bauern ja entsprechend Geld verdienen müssen. Und die können auch unruhige Faktoren und dann als Abfahrer nehmen, theoretisch. Und der Kalkstreuer noch. Obwohl zum Milch fahren, ja. Ich weiß nicht, wieso der immer hier oben, also dieser Milchfahrer, wenn er zum Milch abholen fährt, warum er immer hier stehen bleibt rechts. Ich weiß es nicht. Das ist mir ein Rätsel. Ich habe von den anderen Dingen weggenommen hier, die Baumfräse, wo ich dachte, ach, könnte er sein. Nee, ist auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Ich werde kurz mal einen Blick riskieren links auf Futter. Bleibt auch nicht raus. Also. Das sieht rein optisch recht voll aus. Heu ist recht voll und andere beide Stroh und Silage auch noch recht voll. Heu 112, Silage 89.000 und bei Stroh waren es. Ja, es reicht 4.000. So, dann gucken wir gleich mal hier, ob wir hier an Milch haben. Kann dann zumindest einmal losfahren, ne? Und tschüss. Und dann starten wir gleich unser Förderband wieder. Ja, mit Motor starten erst. Der ist nicht im Trigger, sehe ich gerade so. Nicht ganz. Dann müsste ich ein bisschen zurückfahren. So, jetzt ist er. Ja, kurz drauf Version, die 0022. So, ob das gut oder schlecht ist, das werden wir feststellen. Aber aktuell ist ja keine Feldarbeit vorgesehen, den wir gleich mal starten. Ja. Lass mal eine Runde fahren. So. Ja, hier, wie gesagt, Pferdegras ist noch nicht so weit. Ja. Im Wachstum. Ja. Weiß ich nicht genau, ob diese Steinwerke hier funktionieren. Ja, normalerweise nicht, aber so traktormäßig. 1,
Den Hänger können wir schon mal für Getreide nehmen. Den zweiten auch, da müsste ich mir nur den zweiten auch. Den dritten, den kann er, könnte auch dahin genutzt werden. Dann habe ich hier nur einen Sammelwagen. Dann müssen wir gucken nach einem freien Traktor, den wir vernehmen könnten. Der wäre ungünstig. LKW, LKW. Das ist noch sehr lange, bis es reif wird, aber hier müsste eigentlich einen Sammel, den könnte man für nehmen. Den Traktor könnte man nehmen und Ballenpresse hinbringen. Ne? Der kann ja ganz gut die Ballenpresse machen. Ne? Dann nehmen wir einen anderen für. Dann machen wir Stroh geben wieder ein bisschen. Erstmal, ne? Den können wir nehmen für die Ballenpresse. Nehmen wir, dass wir bald auch Dings verwenden können. Und die Silage entsprechend herstellen können aus Klee und Luzerne. Ja, zum einen für die Kühe, zum einen für die BGH. Ballenpresse müsste ich entweder hier drinnen haben, im Schuppen oder oben eine Tee haben. Draußen. Pöttinger Ballenpresse, die neue. Und wir können auch noch eine zweite nehmen, wird ja sicherlich schneller gemäht. Ja, dann räumen wir die mal weg. Kommt dann nächstes Mal eine Halle rein. Da haben wir einen Anhänger stehen. So. Gras feucht. Das war letzte Gras hier von der Wiese. Das hier links jetzt liegt. Das ist Lager geworden. Da müsste ich mir so einen kleinen Auge her besorgen. Und den entsprechend dafür verwenden. So, da auch. Ich vergesse beim anderen, dass da in der Mitte beginnt, ne? Und nicht von außen. Aber da wie gesagt, Mähen ist noch zu früh, da ist noch ein Wachstum. Noch nicht reif. Zähne und Klee. Hier links sind meine Sonnenblumen. Die wachsen sehr gut. Ja, die Karte ist neu gestartet. Aufgrund Veränderungen, die ich nicht mehr im Gebäude verändert werden, da muss man die Karte halt neu starten. Das ist dann halt nicht mehr machbar. Ne? Ich habe aber meine Fahrzeuge komplett übernommen. 1 zu 1. Ich habe da rausgefunden, wie es geht. Pferde habe ich keine. Pferde bei Season, das lohnt sich glaube ich nicht, da die Arbeit zu machen. Oh, Gegenverkehr. Und der Mistfahrer. Da ein bisschen Platz machen. Ne? Der macht immer Platz. Das ist von O3, der Kurs ist so. Da ist mal links und mal rechts. Also ich fahre jetzt mal rechts vorbei. In die Farmerrichtung, diese unser Kleewiese und Luzerne Wiese. Damit das ein Faktor hinbringen können wir vorbereiten. Weil viel Arbeit ist zurzeit nicht. Gedüngt ist alles. So, Sägewerk betreiben ist auch Quatsch, in Anführungszeichen. Düngen, das muss man warten, das ist natürlich noch nicht, das war noch zu früh. So, und wie gesagt, hier Klee und Luzerne mähen auch noch so früh, auch nicht reif. Ist ja halt so, ne? Aber wir stellen schon mal unser Fahrzeug hier rechts hin. Neben dem Feld. Hinter dem Gerät hier. So. Halt mal durch. Mindestens Zug. Den Traktor können wir auch nehmen. Für zumindest für Feldmüro. Die können wir für Pferdegras nehmen. Da ist ein Anhänger frei. Den grün von Krone, glaube ich. Zum Gras sammeln.
Und da werde ich mal sehen, dass ich da einen anderen Anhänger wegnehme, normalen. Also für Feld 10 für Getreide abfahren. Ne? Den hatte ich ja mal gedacht, den links für Futter für Tiere. Das ist der Volleyball, was gucken, wie das aussehen könnte, um das auch einlagern zu können. Aktuell ist ja mein Hänger belegt, der große für Futter vom LKW. Ja, den grün will ich anhängen. Dann haben wir hier wieder ein Fahrzeug parat, der auch entsprechend Gras fahren kann. Und die anderen beiden können ja die anderen Sachen fahren, ne? So geht's auch. Ja, Krone. Der kann nämlich sehr gut Gras fahren, ne? Und wäre Blödsinn, wenn wir da jetzt den haben wir garantiert noch. So. Haben wir garantiert noch ein Fahrzeug frei von Schulmecker, glaube ich. Der kann nämlich sehr gut auf Getreide fahren, ne? Wenn man trocken ist. Ein bisschen Milch hat 3000 eingebracht. Alles gut. Da haben wir den zum Feld Nummer 10. Es fahren auch nicht so weit, aber noch lange nicht so weit. Aber wie gesagt, vorbereiten. Dann können wir loslegen. Irgendwann, nächsten Tag. Ja, Personalfarmig, das will ich übernehmen, sobald die Ernte abgeschlossen ist. Zumindest bei Getreide und bei, ja, im Herbst eigentlich. Ne? Im Herbst will ich Grundproben nehmen, komplett auf meinen Feldern. Und dann würde ich es so sehen, dass ich da mal die Gärreste aufbringe, teilweise lasse. Da brauche ich auch mehrere Fahrzeuge für, die das machen, die es machen können. Hilfe von Outdrive und Kursbläder zu entsprechend erledigen. Für mich. Und dann können wir die Felder entsprechend vorbereiten für das nächste Jahr. Also Mais muss sowieso geflügt werden. Und ich glaube Sonnenblumen auch. Ansonsten müssen wir sehen, dass wir da die Aussaat vorbereiten. Ne? Für nächstes Jahr, wo jetzt im Prinzip Getreide ist, das andere reinbringen. Ne? Raps zum Beispiel wäre ganz gut, als wegen der Fruchtfolge mit Seasons. Für Raps als Ölfrucht gut geeignet, um den maximalen Ertrag zu erzeugen. Das könnte man sehr gut auch im globalen Markt verkaufen. Oder bestimmt selber hier diese her. Also eher diese Rettinger für die Marsch. Notfalls Diesel für halb zu verkaufen. Ne? Also da habe ich die Produktion billiger Plans bauen. Billig. Immer einer am anderen, nicht? So, wir haben den ersten Fahrzeug mal hier. Zwei Drescher. Ich glaube zumindest vier Fahrzeuge. Ist noch nicht programmiert, das mache ich alles später. So. Der bleibt. Weiß gar nicht, wo jetzt. Den Anhänger würde ich gerne hier lassen. Den Traktor würde ich gerne nehmen und tauschen. Da haben wir zwei gleiche Traktoren hier, die das entsprechend machen können. So, Locking Mist. Nicht voll, hat er nicht weiter aufgeladen. Da gleich mal gucken wir gleich mal. So, können wir einsteigen. Das hört aber nicht weitergearbeitet, muss er weiterarbeiten, das ist ja nichts. Macht immer Pause, das Förderband. Das ist schlecht.
Der Anhänger ist ja Mist da zum Aufladen, ne? Nicht bald zu viel. So, ein bisschen Geld können wir immer verdienen. So. Ich wollte mal gucken, ob ich irgendwo einen Traktor habe, den wir nehmen könnten. Na, mehr ist hier nicht. Schau mal durch. Schunemarke haben wir hier nicht. Ich glaube, da hinten ist einer. Hier ist der andere Beladerwagen, ne? Wenn ich hier jetzt keinen finde, muss ich mal im Menü gucken. Es kann sein, dass wir durcheinander bringen vom anderen Spiel. Und der Milchfahrer, der ist hier immer hält immer an hier. Und ich weiß nicht warum. Der glaubt, er ist beim Beladen bei Milch. Das ist ja noch ein bisschen weiter, ne? Das ist da oben, ne? Ganz schön weit. Selbst der muss eh warten, mich ist er alle. Aber der blockiert ja mir den Mistfahrer da hier. Das ist ja so ein bisschen wie das. Ich kann den Fenster auch noch nehmen für alle. Die Schulmarke ist da drin. Ne? Ha! Hab dich schon gefunden. Ich hab dich schon gefunden. Und die ist leer geworden. Hier soll Gras fahren. Alles klar. Ja, dann kann ich lange suchen, ne? Bringen wir mal raus zum Pferdegas. Komm, flieg an. Und Pferdegas. Ladewagen, 17%. Dann können wir reparieren. So, Zuschauer, das sollte schon für heute gewesen sein. Ja, die Vorbereitung. Stück für Stück. Schreibt mal so. Dann sage ich mal Tschüss, ciao, ciao. Nochmal ein dickes Dankeschön für fleißig reinschalten. Ja, morgen geht es hier weiter mit Vorbereitung, ja, für nächste Aktion. Tschüss, in der Winkel, bis zum nächsten Mal. Tschüss.